Hallihallo, heute gibt's was für die Veganer, und zwar veganer Parmesan. Und zwar gibt's, da brauchen wir nur ganz wenig Zutaten, die habe ich hier schon hingestellt, und zwar, ich habe jetzt 3 Esslöffel Pistazien, man kann aber auch Mandeln nehmen. Dann habe ich 3 Esslöffel Erdnüsse, da kann man aber auch zum Beispiel 3 Esslöffel Pinienkerne oder so nehmen. Ich habe jetzt einfach das genommen, was ich da hatte. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und dann ganz wichtig, die Veganer werden es mit Sicherheit kennen, 3 Esslöffel Hefeflocken. Das sind Hefeflocken, die gibt es halt in den Bioläden. Das ist so ein Hauptbestandteil davon. Und das war es fast schon. Dann kann man je nach Geschmack entweder Paprika edelsüß, dafür habe ich mich jetzt entschieden, oder Kurkuma dazu nehmen. Und da ist auch keine Mengenangabe dabei, weil das halt beliebig ist. Je nach Geschmack. Und das war es im Ende schon. Und normalerweise wird es gemörsert. Da ich jetzt aber keinen Mörser habe, mache ich das jetzt mal in den Zerhäcksler. Ich habe es auch schon mal im Smoothie Maker reingemacht. Und da wurde es auch ganz gut. Aber ich habe gedacht, vielleicht kann man es ein kleines bisschen gröber machen, indem man es hier reinmacht. Aber das ist jetzt eine Probe. Es kann auch sein, dass ich danach denke, es muss doch nochmal in den Smoothie Maker, um es noch ein bisschen kleiner zu machen. Je nachdem. Da lasse ich mich jetzt selber mal überraschen. Und dann einfach nur zumachen. Und Action! So. Ich glaube, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Es sind ein paar kleinere Stücke noch etwas größer. Aber das, dann hat man auch ein bisschen was zu beißen. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Das muss man halt auch nach Belieben halt machen. Ich mache es jetzt so. Und das war es auch schon. Und zwar so sieht das Ganze dann aus. Hat ja auch schon so eine gewisse Ähnlichkeit und es schmeckt echt gut. Und ich würde sagen, probiert es einfach aus. Macht euch selbst ein eigenes Bild. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.